Avaris aus Buikenia. Wir sind jetzt auf der kleinen Insel Rusinga am Viktoriasee und da sind wir auf fast dem höchsten Punkt auf der Insel. Was man um uns herum sieht, ist eben eher niedere Strauchwerk, Kakteen und das Mögliche. Also es ist eine sehr trockene Insel und eigentlich überweidet und die Leute sind aufgekommen ins Abholzen. Und seit einigen Jahren gibt es unterstützt durch Books for Trees, Forest Guards, die aufpassen, dass eben die Leute nicht aufkommen zum Abputzen. Weil man sieht, es gibt eigentlich keine Bäume, so ist niedere Strauchwerk. Und das niedere Strauchwerk kann auch keinen Regen auffangen, sozusagen keine Wolken stoppen. Ja, und wir sind jetzt da heroben. Und in Vorbereitung auf die Regenzeit haben wir angefangen, Pflanzlöcher anzulegen. Eben im Sinn von Grid and Pit. Wir legen mit der Hilfe von einem dreieckigen Rahmen, also ein gleichseitiges Dreieck, mit dem wandern wir über das ganze Gelände drüber und haben so immer einen gleichmäßigen Pflanzabstand. Wir haben uns entschieden für 2 Meter. Und die Steine, die was auffallen, beziehungsweise die was schon umeinander liegen, die wird einfach auf die Diagonale gelegt. Also immer praktisch, wir folgen dazwischen den Löchern. Die Löcher werden einfach mit Steinreihen verbunden. Und da sehen wir, da werden gerade die Löcher kommen. Die Steine dazwischen schlicht. Und sobald dann der Regen kommt, werden dann da die Bäume pflanzt. Da sehen wir eben Grid and Pit. Der Grid, also das Muster, beziehungsweise das Netz, das drüber gelegt wird. Somit dann beim Regen den Humus und stoppt die Erosion und der Regen wird zu den Pflanzlöchern hingeleitet, die natürlich dann noch beim Bepflanzen ein wenig angepasst werden müssen ans Gelände. Aber so eben gibt es die Leute eine super Möglichkeit, wie man einfach pflanzen kann und wie man das Gelände gestalten kann mit den Steinen, die was umeinander liegen. Und irgendwann sollen da mal gescheite hohe Bäume stehen. Also es gibt schon eine Auswahl natürlich, die getroffen worden ist. Und die ganzen Sämlinge, die warten schon alle aufs Pflanzen. Wir machen das eben jetzt vorbereitend sozusagen. Kurzer Vormittagsworkshop. Es ist eh eine sehr beschwerliche Wanderung da rauf. Gute Stunde geht man rauf. Ja, da sieht man die ganzen Flächen, was wir jetzt überzogen haben. Das ist so der erste Nukleus, mit dem angefangen wird. Also von hier aus startet ein Teil der Bepflanzung am Hügel.